Moin Leute, einige wichtige Änderungen übers Wochenende. Aufgepasst, die geilste gleich am Anfang. Wir bekommen Turukmaktow als Mount in Season of Discovery Phase 4. Nein, Spaß. Ihr solltet eure STV-Münzen nicht aufsparen, gebt sie lieber aus für die blutbeschmierten Belobigungen. Dafür bekommt ihr Ehre. Das könnt ihr nämlich ab Mittwoch, da kommt ja der neue Patch, dann nicht mehr kaufen. Das heißt, Blizzard schreibt extra, kauft die Dinger jetzt, weil am Mittwoch werden euch die ganzen Coins nichts mehr nutzen. Zudem wird dann eine neue STV-Währung eingeführt. Übers Wochenende kamen aber noch weitere Informationen. Vor allem ging es um das berühmt-berüchtigte legendäre Schwert Donnerzorn, also Thunderfury. Und Blizzard hat gemeint, es wird jetzt nicht geändert. Es bleibt genau gleich für Phase 4. Blizzards Erklärung, die Stärke des Schwerts ist nicht der Basisschaden, sondern die Stärke des Procs und ehrlich gesagt der Cool-Faktor. Dann kam die Frage auf, warum sie aber Sulfuras geändert haben. Blizzard meinte hierzu, der einzige Grund, warum die das nicht geändert haben, ist, dass im Originalspiel viel Identität fehlte und hauptsächlich etwas war, dass sie ihrem Red oder Enhancer als Meme gaben. Thunderfury fehlte nie diese Identität. Das ist der Grund, warum sie es für Phase 4 nicht ändern wollen. Zudem hat sich Josh Greenfield zu einem Tweet geäußert, weil ein Spieler meinte, alle Sachen sind so viel besser geworden, nur Thunderfury nicht. Darauf kam seine Antwort, das stimmt nicht. Die Sachen wurden zwar verbessert, aber nur marginal. So war seine Erklärung. Und er hat das Beispiel hier, Klinge des Verderbens, genommen, dass die Waffe zwar besser geworden ist, aber nur minimal. Von dem her meinte er, wird es keinen großen Unterschied geben. Und noch eine wichtige Frage, was uns Josh Greenfield beantwortet hat, und zwar wird eigentlich BWL, also der Pechschwingenhort, benötigt für die Herstellung des Schwertes. So war das ja in der Originalversion. Ja, es wird benötigt. Das heißt, am Anfang der Phase 4 wird das uns gar nicht zur Verfügung stehen. Und eine wichtige Änderung, die Düsterbruch-Buffs können nicht mehr gebannt werden. Es gibt nämlich einen Boss in MC, der kann diese Dinger dispeln und das geht jetzt nicht mehr. Das wurde für Season of Discovery geändert und die Buffs sind richtig stark. Wenn ihr Raiden gehen wollt, müsst ihr euch die Buffs holen, weil dann geht euer Pass kaputt. Ihr könnt nicht mehr gescheit parsen. Oh nein, was ist, wenn ich keine Gruppe finde? Mein Pass geht kaputt. Oh nein, die Leute werden mich nicht mehr mögen. Ich bin da nicht mehr so geil. Ich bin so hyped, Leute. Diese Woche geht's endlich los. Schreibt mir in die Kommentare, wie ihr die Änderung findet. Ansonsten bis die Tage. Und vielleicht mit einer kleinen Überraschung.